Jö. Die Illyrium-Dinge habe ich ja. Guck mal, wie viel. Oh. Okay, hol erstmal ganz viele grüne Chips. Dann baue ich ein, zwei von den Türmen. Und dann würde ich gerne gucken, wie lange mein Kupfer jetzt noch reicht. Also die Kupfermine unten, diese Anlage. Und dann baue ich vielleicht, auch wenn es jetzt recht nah dran ist, aber ich baue vielleicht hier dann eine hin, eine provisorische. Das braucht dann keinen richtigen Außenposten, das braucht einfach nur ein paar Strommäste und hier halt Mauern und Schirme. So, gib mir das ein. Wow, okay, gib mir das da. Mehr. Boah, das waren mir eben alle grünen Chips, die ich hab. Die nicht hier irgendwo verbraucht werden. Skynet ist aus, gut. Die werden auch alle sofort verballert. Boah. Eisen ist auf 3100. Kupfer ist keins im System. Warum ist da Kupfererz? Sehr komische Kiste. Gut, Kiste ignoriert. Was wurde zerstört? Fließband und eine Solarzelle, das ist okay. Hier müsste theoretisch auch noch was hin. Ah, das sind noch 11.000, 14.000. Ja, das hält noch ein bisschen. Nicht sehr lange, aber ein bisschen. So, das da kann da schon mal weg. Du kannst da weg. Das muss alles ein bisschen umgebaut werden. So. 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 Und. So. 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 Dann ist die Fläche abgedeckt, die Fläche abgedeckt. Die Fläche hier unten nicht. Da muss dann später noch ein Grinder hin. Aber bis dahin läuft das schon mal besser. So, das wird dahin gebracht, ist okay. Dass die Kupfererze sich hier stauen, ist ein bisschen doof, aber das ist nur was Temporäres. Also nochmal 400, 4000, 15.000, 17.000, an die 30.000 Kupfer. Das hält ein bisschen. Okay, Eisen. So, gib mir erstmal das Zeug. Danke. So. Eisen wird einfach nicht schnell genug abtransportiert. Das heißt, ihr solltet das vielleicht umwechseln auf beidseitige Fließbänder. Wäre eine Menge Arbeit, ja. Überlege ich mir demnächst, ob ich daraus zwei Fließbänder mache, dass sie jeweils beidseitig läuft, weil die halt nicht mehr hinterherkommen. Jetzt der Außenposten. Ich hätte 5 von den tollen Laserdingern. Ich bin mir aber nicht ganz sicher, wie schnell die meine Batterien leer saugen. Und es eilt jetzt ja auch nicht doch nicht ganz so schnell, wie ich dachte. Heißt, ich werde jetzt eher die Zeit nutzen, um an das Illyrium ranzukommen, denke ich. Und dafür nutze ich mal ein paar von den Big Poles. In der Hoffnung, dass ich sie ganz bis runter bekomme und mit den Lasertürmen da ein bisschen mal rumtesten kann, wie stark die sind. Die dürfen nur auf keinen Fall zerstört werden. Das wäre echt nicht gut. Vorher nochmal Essen und Trinken holen. Weil die sind halt schweineteuer. So 50 blaue Chips, 50 grüne Chips ist schon mal ein Happen. Dann noch das Illyrium-Zeug und so, ne? Das ist ja nicht von schlechten Eltern. So, Big Poles dahin. Die werden wahrscheinlich auch nicht reichen. Boah, mehr. Und Stahl, also ein Schwung Stahl noch holen. Dann theoretisch die ganze Muni, das ist ja immer ein Riesenakt, das alles auseinander zu friemeln. Aber gut. So, weg. So. Tanks können auch weg. Blaue und rote Kisten können eigentlich nur da unten rein. Das kann weg, Trank kann weg. Das kann weg. So. Wo schmeiße ich meine Munition neuerdings hin, wenn ich fertig bin? Habe ich dafür noch irgendwo eine Kiste? So, das kommt mal alles mit für die Gatling-Türme, wenn ich sie überhaupt aufstelle. Die Gatling-Türme sind eigentlich nur für ein Backup, falls das mit den Dingensboomens nicht funktioniert. Mit den Lasertürmen.
Und ich glaube, ich hatte gar keinen Platz für die Treibstofftanks für den Flammenwerfer, weil ich die alle verballert hatte. Das heißt, ich laufe mal ganz kurz zur Produktionsanlage und hoffe, dass sich da inzwischen was angesammelt hat, jetzt wo wir mehr Öl haben. Das wäre da irgendwo. Da oben. Ja, tröpfelt langsam rein. Gucken wir, ob es genug ist. Ja, für ein bisschen was sollte das reichen. Die können raus. Hier könnte ich auch noch Module reinhauen, wenn ich denn forschen würde. Tue ich aber gerade nicht. Kultivitätsmodule sind da drin. Wollte ich hier auch noch ein paar mehr verteilt. Gute Speedmodule bei den Pumpen. Da, bitteschön. Und damit kann ich jetzt losziehen. So. Also ich habe mich jetzt vorbereitet, eine Basis zu zerstören, aber ich werde nicht natürlich die Basis im Osten angreifen. Die ist viel zu tödlich. Ich werde da versuchen, eine Anlage aufzubauen. Dafür bräuchte ich aber noch mehr davon. Oh, und ich bräuchte natürlich auch Fließbänder, um das abzutransportieren. Mal wieder. Ich glaube, ich fordere die lieber an. Was? Nicht bauen. Da. Weil ich weiß, ich habe noch sehr viele irgendwo im Umlauf. Machen wir so. 200. Stahl wollte ich auch noch haben. Oh, warte, ich glaube, die wollen mich befüllen, oder? Ja. Brrrp. Sehr gut. So, Stahl noch holen und dann go. Ich bin mir bewusst, dass ich gerade sehr viel hin und her schwanke mit dem Kupferaußenposten. Ob ich jetzt mache, ob ich es nicht mache und, und. Aber ich denke, das auszutesten kann nicht schaden. Das sollte okay sein. So, ich nehme mal von hinten Stahl weg, damit die hinteren auch mal arbeiten. So. So. Und jetzt hinter. Da. Da hätten wir theoretisch auch noch ein Eisenfeld. Aber das werde ich nicht sichern. Naja, noch nicht. Das ist okay, so wie es ist. Hier sind überall noch blaue Ärmchen im oberen Teil. Die müssten dann eigentlich auch weg. Aber nicht unbedingt jetzt. Hier sind schon die grünen, das ist gut. Mauer, Mauer. So. Wo sind die langen Poles? Da sind die langen Poles. Einfach direkt von hier nach oben. Die sind ein bisschen länger geworden als vorher, kann das sein? Wow, okay. Und dann hier. So, so. Ah, das Feld, das wird eine ganze Weile reichen. Das sieht auf der Karte nicht so riesig aus, aber es ist ordentlich. So, dich mal ein bisschen weiter runter. So. Mauer. Licht. Gut. Die Lasertürme. Ich baue die mal so erstmal. Ja, so erstmal hin. Da kommt ein Angriff an der falschen Stelle. Die hätten ruhig hier laufen können, ich sie gleich testen können. dazu baue ich jetzt aber trotzdem noch die Gun-Turrets. So. Für so ein bisschen Unterstützung. Die Mauer ist zu hoch. So. Also für den nächsten Schwung brauche ich mehr Mauern, noch mehr Gatling-Türme, wahrscheinlich auch mehr Muni. Gucken wir gleich mal. Jupp. Nimm da einen raus. Da einen raus. Da jeweils rein. Die kann ich schon mal setzen, ja. Und fang da oben an, das abzubauen. Da lang. Da runter. Das wird jetzt ein sehr, sehr... Oh, falsch gebaut.
sehr, sehr langes Fließband, wollte ich sagen. Und eigentlich müsste ich auch alle großen Masten hier sichern. Oh Gott, du Untergrunddinge hatte ich gerade wegsortiert. Das ist doof. Nimm die mit. Für mich mache ich trotzdem mal einen Durchgang. So, du nach da. Hier. Wie viele Roboter haben wir gerade, die nichts zu tun haben? 260. Okay, dann tue ich jetzt etwas sehr Schlimmes. Mach die mal. Dahin nochmal Untergrunddinger. So rum. So rum. So, das sehr Schlimme, was ich tue. Manch einer könnte es erahnen. Ich tue jetzt das Erz hier rauf. Natürlich habe ich hier keinen Strom. So. Alternative. Oh, warte, das läuft nicht. Hä? Warum machst du nicht? Oh, weil es da gar nicht ankommt. Da kommt's, okay. Also wird es erst schon mal eingelagert wird. Alternative ist, ich lege das Fließband ganz runter bis wo? Bis sehr, sehr, sehr weit. Ja. Das müsste dann hier unten rum und dann hier zu einer anderen Schmelzanlage, die nur für Kupfer zuständig ist. Ja. Ich denke, ich lagere jetzt erstmal alles in die Kisten ein, damit ich es für später habe. Weil, wie ich vor 10 Minuten hier festgestellt habe, ist da unten noch 30.000 Kupfererz vorhanden. Das reicht eine Weile. Wo ich jetzt hier unten bin, habe ich neue Mauerstücke bekommen, das ist gut. Ich hätte aber auch ganz gerne neue Muni. Hier. So, nicht alles. Und ich hätte gerne die Türme. Wobei, die kann ich mir auch selber direkt abholen bei dem... Bei den Fabriken sind die hier um die Ecke. Oh, Fließbänder. Danke, danke, danke. Zeug, Zeug, Zeug. So. Wo waren die Türme? Da sind die Türme. So, 10 Stück. Reicht dann erstmal. Mauer außenrum haben wir auch. Noch mehr Drills. Bräuchte ich Eisenplatten. Eisen ist auf 5100 hoch, das ist gut. Kupfer kommt nicht ganz hinterher, aber das lässt sich wohl nicht ändern. So, bau davon mehr. Ja. Praktisch ist echt, wie der Einsatz abläuft. Also sobald die mal losdackern, die 5 Lasertürme, die guten. 7,2. Und sie machen nur einen Schaden, schießen aber für 60 Mal die Sekunde. Oder sie könnten verbuggt sein. Genau wie die anderen Laserwaffen. Das wäre dann sehr schmerzhaft. Und wenn die ganze Basis mal... Boah, das wird so überrannt werden. Gut, gucken wir. Gucken wir, gucken wir, gucken wir. Miep, miep. So kann ich mit Gates jetzt übrigens mal... Ich teste. Es geht so leider nicht. Nee, schade. Ja, es wird auch durchgehend offen. Das wäre auch sinnfrei. Gut, dann also hier auch nochmal die... So. Hat fast gereicht. Bei meinem nächsten Trip sollte es dann reichen. Gut, du. Nicht gerade optimal aufgestellt alles hier. Na gut, geht erstmal nur darum, schön viel Erz nach Hause zu bekommen, damit wir da einen guten Puffer haben. Dass sobald die Erzmine unten links ausläuft, dass wir dann kistenweise Roherz haben, was wir dann verbrauchen können, bis wir das Ding hier ordentlich gesichert haben. Also noch ordentlicher gesichert haben. Hier baue ich auch mal ein paar davon hin, falls von da ein Angriff kommt.